Ja, hallo liebe Fangemeinde, heute soll es einmal um Ringe gehen und zwar nicht um irgendwelche Ringe, sondern um kommutative und nicht nur um kommutative Ringe selbst, sondern auch um einen Ringhomomorphismus zwischen denen oder allgemein. Was können wir aussagen über den Kern eines Ringhomomorphismus, wobei Ring für uns jetzt hier erstmal immer kommutativ ist, beziehungsweise für das komplette Video. Also schreibe ich mal auf, sei Phi. Eine Abbildung von R nach R'. R und R' sind jeweils Ringe. Und Phi ist nicht irgendeine Abbildung, sondern eben ein Ringhomomorphismus, also eine Abbildung, die die Struktur erhält. Das heißt, was heißt das nochmal? Vielleicht kommen wir kurz zur Wiederholung. Phi von A plus B ist Phi von A plus Phi von B. Das gleiche gilt auch für die Multiplikation. Entsprechend. Also die Struktur, die Addition und die Multiplikation, das sind ja die beiden Verknüpfungen, die wir in jedem Ring haben, die bleibt erhalten. Gut, und worum es hier jetzt gehen soll, wir wollen zeigen, dass der Kern eines Ringhomomorphismus ein Ideal ist. Ja? Gut, was ist nochmal der Kern? Wie war der definiert? Also ich definiere einfach mal, I soll der Kern sein von Phi. Und wie war das nochmal definiert? Der Kern war ja quasi die Menge der Elemente aus R, die auf die 0 abgebildet werden. Also im Prinzip nichts anderes als das Urbild der 0, und zwar der 0 aus R'. Ja, also wir haben ja hier zwei Ringe. Jeder Ring ist natürlich auch eine Gruppe und jede Gruppe hat ein neutrales Element und das ist die 0. Also wir schauen uns an, welche Elemente werden hier von diesem Ring auf die 0 dieses Rings hier abgebildet. Und das nennen wir Kern. So ist der Kern definiert. Gut, über die Gruppentheorie wissen wir bereits, dass das hier auf jeden Fall eine Untergruppe ist. Ja, so ein Ringhomomorphismus ist natürlich auch immer ein Gruppenhomomorphismus. Im Gruppenhomomorphismus fordern wir nämlich nur diese erste Bedingung. Die zweite können wir natürlich gar nicht fordern bei Gruppen, weil bei Gruppen haben wir ja nur eine Operation. Und das wäre in diesem Fall die Addition. Jeder Ring ist eine abelsche Gruppe bezüglich der Addition. Das heißt nochmal eine ganz besondere Gruppe. Okay, das heißt, wir wissen, der Kern ist auf jeden Fall Untergruppe. Was ich jetzt zeigen will, er ist auch ideal. Ein Ideal ist ja ein bisschen mehr als eine Untergruppe. Beim Ideal fordern wir, dass jedes Ringelement, ja, multipliziert mit einem Element aus dem Ideal, soll wieder im Ideal landen. Also erstmal, dieses I als Kern dieses Homomorphismus ist natürlich irgendeine Teilmenge von R. Ja? Und ich will jetzt zeigen, dass es ideal in R ist. Das heißt, wie eben schon gesagt, wir wissen bereits, dass es eine Untergruppe ist. Jedes Ideal ist nämlich eine Untergruppe. Aber zusätzlich gilt noch diese andere Eigenschaft. Und dass es Untergruppe ist, wissen wir bereits, weil dieses Phi auch ein Gruppenhomomorphismus ist. Also müssen wir noch etwas anderes zeigen, nämlich zu zeigen, sei R beliebig aus R und A sei beliebig aus I. Dann folgt daraus, R mal A ist wieder in I. Das ist also genau die fehlende Eigenschaft, die noch zu zeigen ist. Aber das ist nicht so schwierig. Wir haben ja I genauso definiert, dass I genau der Kern ist. Wir wollten ja gerade zeigen, dass der Kern eines jeden Ringhomomorphismus ein Ideal ist. Also muss ich im Prinzip zeigen, dass das Bild von dem Produkt hier die 0 ist. Denn genau dann ist das Produkt im Kern. Also, wir schauen uns einfach mal an. Phi von R mal A. Gut, jetzt haben wir hier allerdings einen Ringhomomorphismus. Das heißt, insbesondere gilt diese Eigenschaft für alle Elemente des Rings. Insbesondere für R und A. Also R und A kommen ja beide auch aus R, weil I Teilmenge von R ist. Ja? Also R kommt sowieso aus R und A ist in I und I ist in R, also klar.
Das heißt, wir haben hier nichts anderes als Phi von R mal Phi von A. So. Nun ist es sehr einfach. Dieses A hier kommt aus dem Ideal. Das heißt, wir wissen bereits von dem A, es ist im Kern. Das heißt, A wird auf 0 abgebildet. Das heißt, wir haben hier Phi von R, schreiben wir einfach ab, mal, und das können wir direkt auswerten, Phi von A ist 0. Und 0 mal irgendwas ist immer 0 im Ring. Und damit ist gezeigt, R mal A ist Element des Kerns von Phi. Und das war ja das gleiche wie I. Also ist R mal A auch in I. Und damit sind wir fertig. Also was wir jetzt nochmal kurz zusammenfassend, ich habe es jetzt glaube ich schon 1000 Mal erwähnt, mal ein 1000. Mal. Worum ging es in diesem Video? Wir wollten zeigen, der Kern eines jeden Ringhomomorphismus, wobei wir mit Ringen immer nur kommutative Ringe jetzt erstmal betrachten. Sonst muss man hier ein bisschen gucken, von welcher Seite. Ne? Also hier haben wir jetzt die 0 auf der Seite. Naja, egal. Es ging um kommutative Ringe. Der Kern eines jeden solchen Ringhomomorphismus ist ein Ideal. Okay, damit sind wir fertig und das war's für heute.